Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Wir gehen rein als Burg. Das klingt gut. Welcome to Nova. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Healing mit den Meeresdrachen. Ganz viele Buffs, nah mit APS, Butcher und dem Auerochsen. Schweine haben wir dabei. Nimbus. Tankmäßig sieht es nicht so geil aus. Den könnte ich noch gebrauchen. Nehmen das Schwein mal raus, nehmen den mit rein. Dass wir da so ein bisschen variieren können. Wenn ich den Ochsen nehme und nur die PVs hinstelle, ist halt auch Kacke. Wir machen das. Wir machen nichts. Wir warten. Ochsenstart. Upgrade. Ende. Wir warten. Schon wieder. So, jetzt geht's aber weiter hier. Es ging direkt los. Eigentlich waren noch ein paar Sekunden Zeit. Ist er jetzt weg? Nö. Bomb platziert. Drüben ist ein Metzger. Fahren noch einen Worker rein. Ja, Mesk hätte ich wie gesagt auch als Option gehabt. Wir haben den Meeresdrachen auch nicht schlecht. Muss man schon sagen. Ich schicke ihm mal eine Schnecke. Mal gucken, ob ich durchkomme. Nee, er hat noch einen Mini-Skelett gebaut. Der Baum alleine hätte nicht gehalten. Das steht fest. Oh, er geht auf 6 Worker. Early Game. Wir haben eine Schnecke mit reinschicken. PV Upgrade. Oh, Ratten. Ratten sind Kacke. Was hat er denn so? Ja, er will wahrscheinlich den drauf machen. Double Robo. Das ist schon krass. Ja, ein bisschen habe ich auch durchgelassen. Hier drüben aber auch. Sehr gut. Das heißt, wir haben alle vier verkackt auf Welle 3. Ist aber halb so wild. Oh, wir haben mehr Schaden bekommen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, tatsächlich. Wir machen das so. Kann tatsächlich noch eine Echse rein. Können wir zwei Worker gehen.
Der Plan ist gut aufgegangen. Hexa hat den Mini-Piraten angegriffen. Hat er einiges durchgelassen. Holy shit. Oh, der Sarg war schon so runter reduziert, da konnte seinen Schaden gar nicht mehr machen. Das ist echt gut. Ich werde es hier so ein bisschen splitten. Eine Dusche reinhauen. Dann schauen wir mal. Okay, wenn wir die nächste Runde schicken. Das ist natürlich ärgerlich, dass er die da jetzt stehen hat. Ah, hat er gehalten. Ich mach mal Upgrades. Immer noch nicht. Okay, dann werden wir nächste Welle schicken. Man muss schon meine Pewis upgraden. Beziehungsweise meine Elementare. Ja, das ist natürlich. Muss auf Stichwaves gehen und sowas, ne? Go with the flow. Feel my sting. Beware the Reptide. Mach weiter King Upgrade. 140. Malwurf natürlich unglaublich stark gegen meine Elementare. Erster halt gut hoch. Das halte ich. Ja, ich brauche noch Stichwaves für die. Don't be so shallow. Hat schon 12 Worker. Das ist gar nicht schlecht. Er hat hier ein paar Ratten verkauft. Okay, 60. Ein Upgrade und eine Exe. Da gehen wir auf 2. Ich mache nur Blut und Echsen.
Hurt is heavy no matter who. Attack! Ich meine, der Baum, ich vermute mal, der Baum, der geht relativ schnell. 2400 Leben hat er trotzdem. Holy crap. Haben wir die Schnecke noch mit rein? Okay, der geht schnell down. Baum und Rächerin sind nur noch da. Baum wird natürlich gefokust. Rächerin hat die Upgrade. Hier ist gut durchgekommen. Ich werde auch durchkommen. Die ist noch nicht stark genug. Oh, die regeneriert aber zu gut. Nee, dann wird es doch nichts. Die regeneriert zu gut mit dem Baum. Durch, sehr gut. Wir nehmen den Nimbus. Können hier theoretisch noch Elementalen bauen. Schützer auch an, nicht schlecht. Magier brauche ich nicht, Opferung auch nicht. Okay, Blutkanonieren. Die ist weg. Das werde ich nicht halten. Oh, er hat es auch nicht gehalten. Aber die haben jetzt nicht so viel Leben. Das ist auch durch. Wir gehen mit Dinos durch. Machen hier die Beschützer-Aura drauf. Zack. Machen gleich ein Upgrade raus und bauen hier noch Elementar hin. For the clan. Blut ist nicht schlecht. Hat natürliche Verteidigung, kommt dagegen gut klar, kann den Baum ein bisschen angreifen. Deswegen nehmen wir die mit rein. Wir sind aber schon fast tot. Scully weg down, Baum weg. Jetzt alle auf die Rächerin. Oh, ist abgegradet. Das wird eng. Ist zu fett. Die regeneriert zu fett. Ich komme da aktuell nicht durch. Not enough with you. Don't be so fear for the abyss. So, jetzt haben wir das abgegradet. Bauen wir den Püri noch auf. Smash.
So, ein Ogre. Ah, der wird gut geheilt, mein Ochse. Sehr gut. Nächste Welle kurz sollte nicht so das Problem sein. Deswegen können wir ein paar Worker pushen. Hey, nicht genug Gold, so, da kommst du da hin. Alles ausgegeben. Wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass da was großartig passiert. Das hat Mimik geholt für Kohle. Hä? Frecher hielt. Gerade so kriege ich den Voreis rein. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Doch, sieht sehr gut aus sogar. Voreis hat sehr gute Arbeit geleistet. Das habe ich gerade nicht erwartet. Ich habe übelst Probleme gehabt gerade mit den... mit den Angriffen davor. Hat er reingekackt? Nö. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich mit dem Gold meine Verteidigung noch verstärken, dass die auf der 15 nicht durchkommen. Noch mehr Healing, ganz wichtig. Können sogar noch eins bauen. Rein theoretisch. Ich stell die mal so ein bisschen weiter hinten hin. Oh, ärgerlich. Dann werde ich den auf und baue hier noch einen hin. Okay. Er hat 680 gekriegt. Das heißt, ich muss versuchen, damit zu halten. Also hauptsächlich natürlich erstmal meins, aber danach muss ich drüben aushelfen. Das sieht gut aus. Ich glaube, 17 ist gut.
werden hier mal ein bisschen upgraden. Nee, ich spiele safe. Ich spiele safe. Und baue lieber ein bisschen mehr. Ich habe 33 Worker, das ist okay. Wenn wir jetzt auf 17 schicke ich über 600, 700, 800. Da bin ich hier lieber safe. So, wir gucken mal, auf jeden Fall ein Voreis muss rein. Im besten Fall noch einer Stich kommt. Vielleicht ein bisschen Aufprall noch. Ogre reinknallen. Okay, das sollte ich aber. Soll ich aber schaffen. Machen wir ein Pack wieder mit rein. Das geht klar. Mal gucken, was wir noch zusammenkriegen. Aber da habe ich sehr gut gehalten. Da muss ich mich auch mal selber loben. Brauche ich hier auch mal noch einen hin. Ein Elementar noch mit rein. Maulwurf, Brut und Schluss. Stichschaden bringt die Wave mit. Ja, da wird nicht mehr rausgehen, der Robo. Aber wir haben auch hier Stichschaden. 420 hat mir den Mull geschickt und den Centaur. Oh, ist sehr gut. Beide Voreis haben sich aufgeteilt. So wollte ich das sehen. Perfekt. Das wird auch durch sein. Ich sollte halten. Ja. Wirklich eine gute Runde. Victory. Da hat alles wieder gepasst. Voreis war unglaublich wichtig, wie man sieht, gerade gegen Healing. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich den Harpien Tornado gespielt. Guckt es euch an. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.